Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe mal wieder auf der Reviewbank Platz genommen, also wisst ihr, was Sache ist. Heute kein krasses Intro. Letztes Jahr war meine Review ja sehr philosophisch. Dieses Jahr wird sie eher auf den Punkt. Ich habe viel zu Band 8, die Wellen der Zeit, zu sagen, also fangen wir gleich an. Viel Spaß. Als Tanja Stevener zu Beginn dieses Jahres ankündigte, den 8. Teil wegen seines Umfangs aufteilen zu müssen, war ich erst einmal nicht begeistert. Es hätte sowohl Gutes als auch Schlechtes dabei rauskommen können. Zum einen wird die Reihe mehr Inhalt haben und wie wir es aus Band 5 kennen, kann das auch nutzloser Füllinhalt sein, der dem Pacing schadet. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass die Autorin versteht, wie überlange Bücher für die Leseerfahrung schlecht sein können. Oder vielleicht hat ihr der Verlag einfach nur nach Teil 7 auf die Finger geklopft. Jedenfalls hatte ich sowohl Befürchtungen als auch Hoffnung für den 8. Teil der jetzt mindestens 10-teiligen Reihe. Die Befürchtungen haben das Erscheinungsdatum nicht überlebt. Band 8 hat wieder seinen eigenen Charakter. Etwas, was mir an der ganzen Reihe gefällt. Während Band 7 ein sehr verliebtes Roadmovie mit einem überlangen Höhepunkt war, ist Band 8 ein noch mehr verliebtes, emotionales Wellnessbad. Blödsinnige Metaphern beiseite, die Wellen der Zeit gibt uns wieder eine Verschnaufpause. Obwohl in diesem Band viel passiert, ist er wesentlich entspannter als zum Beispiel Teil 7 oder 4. Wie erwähnt, spielen Beziehungen und Gefühle aller Art eine große Rolle. Und das ist meiner Einschätzung nach diesbezüglich der Band mit dem größten Fokus. Es bedeutet auch Unmengen an Lenlea-Fanservice, was Stevener sicher genauso bewusst ist wie mir. Zum Glück stört es nicht. Wo wir von Stören sprechen. Schon wieder muss ich das Thema anschneiden, welches das ganze erste Alea Aquarius Video überhaupt ausgemacht hat. Wir wissen alle, dass die Ozeane und das Klima in der schlimmsten Krise überhaupt sind, aber dieses Mal stört mich nicht eine einzelne lange Diskussion, sondern die Intensität der wiederholten Diskussion mit peinlichen Ausmaßen. Mich stört nicht die Thematisierung. Das muss ich nochmal sagen. Aber es ist einfach wieder an vielen Stellen wieder oberflächlich und, wie gesagt, peinlich. Genauso wie der Schreibstil. An meinen Aussagen des letzten Videos hat sich nichts geändert. Nichts verbessert, zum Glück aber auch nichts verschlechtert. Wir müssen uns alle einfach mit diesem kindischen Stil zurechtfinden. Eine Sache hat sich aber verbessert. Sammy ist die beste Version seiner selbst. Wo wir schon bei Charakteren sind. Lasst uns über Charaktere reden. Siska scheint ja festes Mitglied der Alpha-Crew zu werden. Vielen Dank. Und ich finde sie jetzt schon einen der interessantesten Charaktere. Folgendes. Die Alpha-Crew läuft gerade Gefahr, zu fehlerfrei zu sein. Tess hat ihren Character-Arc so gut wie durch, Ben und Sammy hatten noch nie einen und auch Lennox hat spätestens nach Band 8 keinen Groll mehr auf seinen Vater. Aleas Unsicherheiten und Selbstzweifel sind noch vorhanden, aber viel unwesentlicher als in Band 7 oder anderen frühen Bänden. Kit und Thea wurden ja aus der Alpha-Crew entfernt. Erstere, wie ihr wisst, ohne guten Grund. Also liegt meine Hoffnung auf Siska, einer introvertierten Macherin, Kämpferin, die mindestens ebenso emotional unintelligent wie Kassaras ist. Was ich nicht negativ meine, manche Menschen sind halt so. Und wie wir sehen, machte Siska am Anfang einige Probleme,
mit den Verrückten aus der Alpha-Crew zurechtzukommen. Alles, was sie weitertreibt, ist zu Beginn nur ihr Wille, Alea unbedingt zu helfen. Aber im Verlauf des Bands taut sie auf, auch wenn sie noch einen weiten Weg vor sich hat. Auch weil ich mich mit Siska identifizieren kann, denke ich also, dass ihre Geschichte spannend wird. Und so oder so sind mehr queere Charaktere auch mehr besser. Viele Einzelheiten, aber kein Ganzes. In die Wellen der Zeit lässt sich beobachten, wie Alea Aquarius drei Themen auf drei Ebenen hat. Da das eine willkürliche Aufteilung ist, haben die Themen schon immer etwas miteinander zu tun gehabt. Aber kein Band hat bisher die Themen so stark verflochten wie die Wellen der Zeit. Der Moment, als die Alpha-Crew das Herz des Ozeans betritt, ist der Moment, in dem entsprechend dem Thumbnail die Scheiße echt wird. Die Thalassiopa prophezeit den Menschen die Klimaapokalypse, was absolut korrekt ist. Und sie fordert die Alpha-Crew dazu auf, ohne Spaß die Welt zu retten, wobei jedem eine bestimmte Aufgabe zukommt. Ab diesem Moment ist nichts mehr lächerlich. Tanja Stevner schreibt eine Brandschrift gegen die Spaltung der Menschheit und ist etwa drei Sätze davon entfernt, die Anarchie zu fordern. Jedenfalls bringt das alles zusammen, was die Reihe seit tausenden Seiten Text thematisiert. Ich habe darüber schon ausführlich in meiner Review von Teil 7 gesprochen, aber in diesem Band finde ich es noch besser als jemals zuvor ausgeführt. Es geht um nichts weniger als das Schicksal der Welt. Das ist jetzt unmissverständlich die Aufgabe der Alpha-Crew, genauso wie sie Orion besiegen, Thea retten und die Meermenschen neu erschaffen wollen. Es ist auch die Aufgabe aller anderen Menschen, aber diese paar stehen im Zentrum des Schicksals. Band 8 hat nur wenige Schläge zu verteilen, aber dieser hier sitzt. Warum brauchen wir nach Muras Tod überhaupt weitere Bände? Es fühlt sich für mich so an, als wäre schon mehr oder weniger alles gesagt. Jetzt hat Tanja Stevener die große Aufgabe, uns einen wirklich phänomenalen dritten Akt der Alea Aquarius-Saga zu liefern, nachdem Band 8 wirklich das Ende des dreibändigen zweiten Akts einleitet. Rom muss interessant werden, anders geht es gar nicht. In diesem Sinn, lest Band 8. Er wird euch größtenteils nicht so umhauen wie Band 7, auch wenn er vorhersehbarer ist. Aber er hat seine eigene Macht. Wenn wir über die alten Fehler der Reihe hinwegsehen, ist das wahrscheinlich einer meiner Lieblingsbände.